ist ja nicht ganz zufällig. Ist ja nicht so, dass bei mir der normale Besprechungsraum, wo wir uns sonst meistens zu Pressegesprächen treffen, gerade gesperrt wäre, sondern wir haben halt überlegt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten so viele wunderbare Aktivitäten um dieses traumhafte Stadtbad hatten und ich die Gelegenheit auch nutzen, mich an der Stelle bei den Freischwimmern ganz, ganz herzlich zu bedanken. Das ist eine ganz, ganz tolle Initiative und für mich eins der Paradebeispiele für bürgerschaftliches Engagement in einer Stadt, aber auch für Bürgerbeteiligung. Denn hier werden Räume genutzt für kreative Ideen. Es machen sich Menschen, die ja auf den ersten Blick damit eigentlich gar nichts zu tun haben müssten, machen sich Gedanken über einen Ort der Allgemeinheit in ihrer Stadt. Wenn man sieht, was dabei rumkommt und wie viele Leute sich da begeistern lassen, dann finde ich das sehr ansteckend. Und das passt halt auch sehr gut dazu, dass Martin Linne und ich vor einigen Jahren festgestellt haben, dass ja offensichtlich das Warten auf dem Investor, der auf dem weißen Pferd in der Ritterrüstung die Neusser Straße runtergeritten kommt und sagt, hier sind meine Töpfe voll Gold und ich baue euch hier, was ihr wollt, dass das nicht funktioniert. Dass selbst in Zeiten niedrigster Zinsen und an einer guten wirtschaftlichen Lage bisher niemand gekommen ist, der eine seriöse Projektidee mit einer seriösen Finanzierung hier zusammengebracht hat. Und wir haben dann gesagt, gut, dann lass uns doch mal überlegen, was kann man denn hier eigentlich auch unter einer Beteiligung der Stadt und der öffentlichen Hand machen. Und das lässt natürlich nochmal ganz neue Ideen zu. Die Machbarkeitsstudie findet sich im Augenblick in der Schlussfassung. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen im Verwaltungsvorstand und dann auch in den entsprechenden Gremien der Stadt diese Machbarkeitsstudie vorlegen werden, die ja verschiedene Szenarien der Nutzung dieses Areals überlegt haben. Und wenn man das, was da drin steht, zusammenbringt mit den Ideen aus der Bürgerschaft, dann ist das hier eine Riesenchance, dass das einer der tollsten Orte in Krefeld wird. Der bringt schon so viel Geschichte mit und ich glaube, Sie alle haben sicherlich schon mal die Gelegenheit genutzt, hier rumzugehen. Das wunderbare Außenareal, das Damen-, das Herrenbad, die Badekabinen mit dem Kaiserbad, das ist ja hier auch ein Stück Stadtgeschichte, ein ganz großes Stück Stadtgeschichte, erzählt viel über Krefeld. Und wenn wir das hinkriegen, dass das auch ein Ort für die Zukunft der Stadt ist und nicht nur von 3 Planern und 59 Leuten im Stadtrat überlegt, sondern unter Beteiligung der Menschen, die es am Ende nutzen, dann ist das wirklich was ganz Großes. Und da ich Ihnen ja eingangs gesagt habe, mit welcher Begeisterung und Motivation ich jetzt nach dem Urlaub vor Ihnen sitze, habe ich gedacht, dann versuche ich Sie doch auch ein bisschen mit zu begeistern, auch für diesen Ort und das tolle Projekt, was hier im Augenblick auf dem Weg ist.